Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Guild Wars 2. Ja, wir sind weiter dabei mit der persönlichen Geschichte und wir haben als nächstes die Quelle von Ohr. Sucht das Wasser der Quelle von Ohr, um das Land zu reinigen. Und dafür müssen wir hier in diese Instanz rein. Und dann gucken wir mal, was wir da heute erleben. Ich muss ja sagen, ich finde die Story sehr, sehr schön gemacht. Bin aber trotzdem auch schon sehr viel gespannt, was halt später noch auf uns zukommen wird, wenn wir dann... Ja. Eingang gegen die Diener Saitans zu verteidigen. Die Fackel ist in euren Händen. Der spricht zu leise. Lasst uns ein Feuer entzünden, um die Verderbnis auszubrennen und Ort zu befreien. Da muss ich die Tage nochmal gucken, dass ich da mal ein etwas, ja, andere Einstellungen finde, um das ein bisschen besser einzustellen, dass man das besser versteht. Was so. Habt ihr auf dem Herzen? Seid ihr bereit, Kommandeur? Nehmt euch einen Moment Zeit, mit den Truppen zu sprechen. Wenn ihr möchtet, dann brechen wir auf. Wir waren noch nie so bereit wie jetzt, Rahörn. Gehen wir. Das ist sie, Kommandeur. Die Quelle von Or. Der Ursprung seiner Magie. Das Wasser, aus dem dieses Land sein Leben zieht. Unsere Speer melden einen gewaltigen artesischen Brunnen inmitten dieser Höhle. Das Wasser fließt unter die Stadt Ara und von dort in alle Winkel der Nation. Wenn wir diesen Herzbrunnen reinigen können, wird sich die Magie mit dem Wasser ausbreiten und unser Reinigungsritual durch ganz Or tragen. Steckt noch genug Leben in Or, damit das Ritual wirkt? Der Herzschlag des Landes ist schwach und unstet, aber noch kann ich ihn hören. Erst wenn wir die Quelle erreichen, haben wir Gewissheit. Okay. Paktsoldaten und steht zusammen. Ja, ich muss das nochmal einstellen, dass wenn die über Sprechblasen so von außen reden, dass man sie da ein bisschen besser hört, weil das hört man halt nun mal kaum. Das ist, um ehrlich zu sein, ziemlich nervig. Da müssen wir auf alle Fälle noch eine Lösung finden. Todesschleier? Todesschleier? Oh. Ich gleich mal gucken. Jetzt, ne? Warum mein Todesschleier nicht mit Steuerung F1 losgehen wollte. Das war etwas komisch. Okay, geht mit Verhören zum artesischen Brunnen. Scheint so zu sein, als müssten wir hier unten durchtauchen. Ah! Wir den Bereich nicht verlassen. Entschuldigung. Okay. Ach so, hier geht's zurück. Haha, wir haben uns auf den Weg zurückgemacht. Ja gut, kann man mal machen. Nein, das sollten wir natürlich nicht tun. Wir sollten natürlich schon dahin gehen, wo es wirklich hingeht. Zurück ist keine Option. Vorwärts heißt die Devise. Vorwärts. Okay, eine auferstandene königliche Wache. Hey, ja, ja. Der dreht ja hier dezent ab, oder? Oh, hier kommen noch mehr. Haben wir schon fast das gesagt, was die immer sagen. Die sagen immer, hier kommt mehr. So, jetzt geht auch der Todesschleier wieder. Na also, keine Ahnung, es war gerade ein bisschen komisch. Sehr komisch sogar. Vielleicht liegt es daran, weil ich mal wieder hochlade und da natürlich manche Sachen ab und zu ein bisschen verzögert sind. Oh, hier sind auch noch welche. Die artesischen Gewässer entdeckt. Okay, das sind also auf alle Fälle jetzt da. Oh, die Zocker-Nudel-Community hat gegen Stufe 25 erreicht. Nice. Und ein Champion. Erstmal ein paar Splitterschreckchen. Oh nein, jetzt blocken die. Ja, dann habe ich zumindest meine... Oh. Hat sich ja voll rentiert. Seid wachsam. Es wird kein Freundschaftsbesuch. Wir dürfen einfach rein. Auch nicht schlecht. Die Schilde, die sie tragen. Sieht seltsam aus. Noch die Das ist ziemlich nice hier drin. Habt ihr Angst? Kommt näher. Wir wollen euch etwas klarer sehen. Hoheitliches Auge des Seitan. Wir sehen euch. Außer Reichweite. Kann ich hier reingehen? Ja. Diese Wasser müssen bleiben, wie sie sind. Und ihr müsst sterben.
Wir müssen sterben. Sehe ich gar nicht ein. Können wir noch weiter CC? CC. Das durchgeht vielleicht. Oh, jetzt ja. Ja, jetzt habe ich. Habe ich wieder ein CC ready? Nee, leider nicht. Fleisch. Konnte den leider nicht weiter CC. Ja, da ist es halt mit dem Reaper einfacher, ne? Da hast du deine Kühle. Oh nein, jetzt habe ich meine Brunnen gelegt, jetzt ist er weg. Ja, das ist gemein. Bleibt ja. Oh, Wubbel, 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 glaube ich, tut weh. Dodgen? Oh, verdammt. Oh, verdammt. Ja. Ich muss mit jetzt per Tastendruck dodgen. Verdammt. Aus Gründen. Ach, verdammt. Ja, ich habe die andere Tastatureinstellung gerade. Weil, ja, weil wir es getestet haben. Ach, Scheibenkleister. Kann ich den irgendwie jetzt CC'n? Wäre toll, wenn ich das schaffen würde. Ich sehe an eurem Herzen, dass ihr jemanden ans Eisen verloren habt. Jemanden namens Vorgall. Er wartet schon auf euch. Unter den Schwingen des Drachen. Okay. Ist ja, so sagte schon, ganz schön creepy. Alter, das laggt gerade voll bei mir. Es tut mir leid. Oh oh. Oh oh. Auszeit. Auszeit. Oh, jetzt bin ich jetzt wieder aus dem Todesschleier rausgegangen. Oh je. Ja. Ah, oh, gut, aber wir haben es trotzdem geschafft. Euer Schwert. Warum glänzt es so strahlend? Okay, König Retzer. Also wir stellen schon mal fest, die Story-Missionen lassen sich mit erhöhten Ping spielen, aber es ist auf alle Fälle um einiges schwerer. Jetzt muss ich kurz eine Option suchen und die noch kurz anmachen. Hier. So. Es freut mich, dass ihr hier seid. Ja, ich wollte mit dem hier reden. Hab Dank, tapfere Helden. Der Wind, der euch an diesem Ort trug, sei gesegnet. Mein Name ist Reza und ich war einst der letzte König Ors. Als sich der Drache erhob, plünderte er die Königsgruft von Azabekramar und benutzte die Überreste meiner Familie, um seine schrecklichsten Diener zu erschaffen. Die Augen Seitans. Die anderen Augen, das waren Könige und Königinnen Ors? Ja, wir waren an den Drachen gekettet, zu Monstern verdorben, die Seitans Vision teilten und seinen Willen ausführten. Einen nach dem anderen habt ihr uns befreit. Ich, der mächtigste von ihnen, wurde hierher geschickt, um die Quelle der Magie Ors zu bewachen. Doch ihr habt einen Weg gefunden. Ich bin zutiefst dankbar. Für diesen Dienst gewähre ich euch eine uralte Ehre. Von heute an sollt ihr den Titel Champion von Or tragen. Gedenkt unser, wie wir einst waren. Habt Dank, König Reza. Ich fühle mich geehrt und werde eurer und eures Volkes gedenken. Und nun zur letzten Aufgabe. Die Reinigung dieses Landes. Stellt wieder her, was geraubt wurde. Stellt euch Seitans Kraft und schenkt Or einen neuen Anfang. Wie ihr sagt, König Reza, es ist Zeit, die Verderbnis fortzuspülen,
die dieses Land schändet. Ruht in Frieden. Wir scheitern nicht. Okay, Beschützer hören während des Rituals der Reinigung. Hier. Das werden wir machen. Am Ende bin ich froh, dass wir beide allein sind. Wir werden Orr gemeinsam reinigen, wie es uns bestimmt ist. Die Front ist durchbrochen. Wir werden überrannt. Rückzug! Zu mir! Wie sie das gerade anhört, wir werden überrannt. Das hat sich halt gerade überhaupt nicht so angehört wie, ja, so, oh, scheiße, wir werden überrannt. Und dann, wir werden überrannt. Rückzug! Oh Mann. Naja, gut. Viele Spieler, die Story schon gespielt haben, da werden die wahrscheinlich auch irgendwann keinen Bock mehr haben. Nein, Spaß. So. Traherm beschützen wir auf alle Fälle. Kein Ding. Ach nee, das sind ja keine Spieler. Ach, die reihen sich alle hier auf. Ist das normal, dass es hier kaum Ton gibt? Ach ja, stimmt, ja. Das ist normal, dass man hier jetzt keine Waffensounds hat. Das hatte ich damals schon. Hier waren sie wieder. Das hatte ich damals schon. Wow, und da sind sie alle weg. Und das Grün sprießt raus. Das sieht schön aus. Das Geräusch, das man bei dem Messerbrunnen dann später bekommen hat. Wow. Aber warum fighten die noch? Geschafft. Ich kann spüren, wie die Wasser beginnen, mit der Energie Kaladborgs zu pulsieren. Sie fließt in alles, was das Wasser berührt. Traherne, geht es euch gut? Ihr scheint kaum noch stehen zu können. Das Ritual hat viel Kraft gekostet, aber ich werde überleben. Gehen wir auf Nummer sicher. Sanitäter? Wir brauchen hier einen Sani. Nicht nötig. Unsere Arbeit hier ist getan, auch wenn die Schlacht noch lange nicht vorbei ist. Wir müssen uns am Fort der Dreifaltigkeit neu sammeln. Dann können wir euren nächsten Schritt planen. Ich freue mich darauf. Und Marshall? Glückwunsch zum erfolgreichen Abschluss eurer wilden Jagd. Seit meinen ersten Schritten war sie ein Teil von mir. Doch meine wilde Jagd ist vorbei. Zeit, mich neu zu finden. Eine einzigartige Herausforderung. Doch der Pakt gibt mir Halt. Hab Dank für alles, was ihr getan habt. Gerne. Es sieht sehr schön hier drin jetzt aus und ich finde es sehr interessant, dass da oben dieser Baum die gleichen Schmetterlinge trägt wie Kaladborg. Die blauen und die orangen. Okay, wir sollen Traherne also im Fort der Dreifaltigkeit treffen. Wer oder was? Oder liegt ein toter Dorfbewohner? Nein, den müsst ihr doch retten. Könnt ihr doch nicht hier tot liegen lassen. Was geht mit euch denn? Steht alle da und starrt das Gestrüpp da an und ja, Gemeinheit. So, dann gehen wir raus. Also Traherne im Fort der Dreifaltigkeit treffen. Das sollten wir schaffen. Das sollte nicht so schwer sein. Fort der Dreifaltigkeit, das befindet sich hier oben und wir sollen ihn gleich relativ am Anfang des Forts treffen, okay? Dann machen wir das doch mal. So, ein bisschen langer Ladebildschirm diesmal. Musik ist immer sehr, sehr schön. Ja, ich muss die Einstellungen nochmal ein bisschen überprüfen, dass das alles nochmal ein bisschen besser passt. Ich glaube nämlich, zurzeit passt es leider nicht ganz. Okay, an Instanz betreten. Die Quelle von Ohr. Ja, das hatten wir ja zuletzt gemacht. Aber wahrscheinlich, weil es noch mit dazu gehört. Das ist jetzt sicherlich wieder Abschlussbericht und wir kriegen eine kleine Belohnung. Vermute ich mal ganz stark. So ist es meistens. Du gehst was erledigen und dann sollst du wieder zurückkommen ins Fort. Generell ist es auch am Anfang oft so gewesen. Erledige XY, kämpfe, 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 geh zurück, erstatte Bericht, bekomme Belohnung. Oh,
Die jubeln uns zu. Oh, man kann hier natürlich nicht gleiten. Ja, verdammt. Oh, die jubeln uns zu. Ist ja schön. Ich hatte 10 Jahre. Die jubeln uns zu. Jubelt ihr auch? Nein, die jubeln nicht. Nein, ich sage ja, sie ist nicht bereit. Aber die Ruhm von Tyria ist das Flaggschiff. Sie sollte gegen Saitan kämpfen. Sie ist nicht fertig. Wollt ihr, dass sie in ihrer ersten Schlacht sinkt wie ein Stein? Euer Problem. Hofft lieber, dass wir ohne sie siegen. Es gibt sonst keine zweite Chance. Ja. Die hier im Streiten sind. Für den Trahören im Vor der Dreifaltigkeit. Ja, man kann halt hier sehr vielen Charakteren zuhören. Oh. Komm zu mir, wir müssen reden. Okay. Wir treffen uns wieder, Kommandeur. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich denken, ihr seid der Jäger und ich die Beute. Eigentlich suche ich nach Trahören. Oder keine Sorge, ich drehe nur mal eine Runde und spreche mit meinen Freunden. Verbündeten. Der Marshall bleibt lieber für sich. Er vermeidet die Aufmerksamkeit anderer, aber nicht meine. Ihr findet mich in der Nähe der Luftschiff-Docks. Vielen Dank, Saye. Mögen eure Schritte gnadenlos sein. Okay. Kiyomi, Tarz, wo sind die Vorräte für die Demut? Da kommt ein Kampf auf uns zu. Einen Moment noch, Kapitän. Kasta und Riziat flicken gerade ein... Gut, die unterhalten sich nur über die Schiffe. Ich denke, das ist jetzt nicht schlimm, wenn wir diese Gespräche verpassen. Ich finde es aber nett, dass es auch zwischendurch immer wieder so kleine Gespräche gibt, die man miterleben kann. Ach, warte, hier ist er. Hallo, Trahern. Hört ihr den Jubel, Kommandeur? Genießt ihn. Heute hat der Pakt triumphiert. Und meine wilde Jagd ist endlich vorbei. Preiset den blassen Baum. Ich fürchte, ihr habt noch viel Großes und Schreckliches zu tun. Saitan zu töten. Noch vor kurzem hätte ich das für unmöglich gehalten. Die Reinigung Ors schien unmöglich. Aber wir haben es geschafft. Mit Verbündeten wie euch wird die Befreiung der Welt von Saitan schwer, aber nicht unmöglich. Gut gesagt. Das hört sich falsch an, mit Verbündeten für euch wird schwer, dass euch diese Verbündeten bis zum Ende zur Seite stehen. Meine wilde Jagd mag vorbei sein, aber unser Bündnis wird weiterkämpfen. Ich widme hiermit den gesamten Pakt und all seine Ressourcen eurem Auftrag. Beim Mutterbaum und allen, die das größte Opfer brachten. Saitan wird fallen. Vielen Dank, Marshall. Wenn Saitan fällt, dann werden wir es alle mit ansehen. Dann kann die richtige Feier beginnen. Diese Aussage, mit Verbündeten wie euch wird es zwar schwer, aber wer schafft denkt so was? Wir kriegen eine Ektoplasma-Kugel. Yay, sehr schön. Oder Ektoplasma-Batzen, Entschuldigung. Und 3 Geisterscherben und ein Goldie. Das werden wir zerlegen, weil wir brauchen keine Goldies. Ich komme halt gerade nicht drauf. Klar, mit Verbündeten wie euch wird schwer. Das ist halt eigentlich voll negativ. Das ist so... Oh mein Gott. Wirklich? Aber gut. Kann man mal machen. Ja, damit haben wir den Teil der Story auch hinter uns. Dann kommen wir uns. Nächste Folge. Triumph oder Tod tötet den Altdrachen Saitan. Findet Cave in der Ruinenstadt Ara. Geht's dann etwa nächste Folge schon zum Showdown? Das ist durchaus möglich. Und dann bin ich ja schon mal sehr gespannt, wie wir uns da schlagen werden. Natürlich selbstverständlich ohne Upload. Da muss alles 100% flüssig laufen. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Ja, Dankeschön fürs Zuschauen, würde ich sagen. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.